Was ist ein Psychotest? Das werden wir jetzt herausfinden. Nein, ehrlich. Wie psychologisch man ist. Hi Leute, wir machen heute wieder ein Teste-Dich-Video und zwar ein Psychotest. Ich würde sagen, wir machen den einmal an Lea und einmal an mir. Oder? Ich weiß nicht, wie viele Fragen sind das? Das sind 10 Fragen. Und natürlich in 2 verschiedenen Videos, damit wir mehr hochladen können. gut. Erstmal du, ja? Ja, von mir aus, dann musst du vorlesen. Okay, mach ich gern. Also, Psychotest. Erstens, du wachst auf und merkst, dass der Bus in 10 Minuten fährt. Was machst du? Ich fahre mit dem Rad zur Schule, ich fahre mit dem Bus zur zweiten Stunde oder ich mache mich schnell fertig. Bus zweite Stunde. Ja? Ja. Dann die zweite Frage. Ich will ins Kino, aber der Film ist plötzlich ausverkauft. Was machst du? Ich bin ganz ratlos und weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe nach Hause, ich gehe in einen anderen Film. Nach Hause. Drittens. Deine Eltern fragen dich, ob du auf deine Geschwister aufpassen kannst. Was machst du? Ich sag sofort ja oder nein. Ich überlege es mir nochmal und sag dann ja oder nein. Ich sage später Bescheid. Ich sag ja, sofort. Okay. Oder nein, sofort. Du wirst beim Clown erwischt. Was machst du? Ich laufe weg, ich verstecke mich, ich bleibe stehen und gebe alles zu. Stehen bleiben. Und zugeben. Ja. Okay. Und schon die Hälfte, 5. Frage. Du willst dir zu Hause einen ruhigen Abend machen. Plötzlich ruft deine Freundin an und fragt, ob du zu ihrer Party kommen kannst. Was sagst du? Ich sage nein. Was ich mir vornehme, ziehe ich auch durch. Ich lasse mich überreden und gehe hin. Ich mache mich schnell fertig und gehe zur Party. Ich mache mich schnell fertig. Ja, wieso bist du auch nicht von Anfang an auf meiner Party? Was soll das denn? Sechstens. Du willst mit deinen Freunden Fußball spielen. Da fehlt ein N. Doch der Platz ist besetzt. Was machst du? Ich gehe mit meinen Freunden woanders hin. Ich frage, ob ich mitspielen kann. Ich gehe nach Hause. Man geht woanders hin. Alles andere. Deine Eltern haben einen Urlaub auf Mallorca geplant. Plötzlich wollen sie nach Sibirien. Wie reagierst du? Ich überlege nochmal und sage dann Bescheid. Ich sage ja, macht bestimmt auch Spaß. Ich sage sofort nein. Ja, halt überlegen, aber voll dumm. Ja. Dann achtens. Beim Aufräumen entdeckst du einen McDonald's-Gutschein, der nur noch heute gültig ist. Ja, ab dahin. Ich werfe ihn weg. Wenn die Möglichkeit da ist, direkt. Ich räume mein Zimmer ganz schnell auf und gehe hin. Ich räume mein Zimmer morgen auf und gehe gleich morgen mit meiner aufräumen, Freundin zu. Gut, das mit meiner Freundin, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Ja. Das steht hier auch wirklich. Neuntens. Wie hat dir dieser Test gefallen? Geht so? Gut? Nicht so gut? Ja, ganz gut. Gut also? Ja. Zehntens. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Natürlich ein Junge. Das geht euch gar nichts an. Natürlich ein Mädchen. Natürlich ein Junge. Auswertung. Jetzt geht's los. So. Psychotest. Du bist halb spontan. Du bist manchmal spontan, aber manchmal tust du nur, was du dir vorgenommen hast. Du entscheidest nicht immer schnell, aber du entscheidest mindestens immer noch innerhalb 2 Stunden. Du musst selbstbewusster werden, aber du entscheidest dich wenigstens. Manchmal bist du auch ein wenig unsicher. Dein Wille muss nur noch ein wenig gestärkt werden, um konsequent immer richtig zu entscheiden. Du bist immer der Schnellentscheider, aber du bist sozusagen der Mittelste. Du bist eher der Typ von ein wenig überlegen, aber noch entscheiden. Wahrscheinlich bist du auch schüchtern. Ich bin schüchtern. Ja. Gut. Halb spontan? Hä, ja, war aber nice, oder? Warum heißt das dann Psychotest? Ja, und nicht, bin ich spontan oder nicht spontan? Keine Ahnung. Gut, wenn ihr den zweiten Teil mit Lea sehen wollt, dann, ne? Wenn ihr den zweiten Teil mit Lea sehen wollt, dann guckt einfach mal auf unserem Kanal vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.